So, weiter geht's mit der Nebenmission. Ja, Nebenmission, Hauptmission. Sorry. Das wird unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Okay. Wirklich, alles gut. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que te digo. Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja, aber für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Warum fängt sie gleich an zu weinen? Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center. 116. und Convent. Es geht um eine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich. Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommen. Naja. Wow. Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich muss die Schalltafel finden. Okay, es ist da unten irgendwo. Na bitte, die Schalltafel. Okay. Ah. Die Relais sind überlastet. Ich muss zum Reparieren rein. Jetzt brauchen wir uns bei der Bot. Sind diese Typen? Und der Alarm wird nicht ausgelöst? Der EMP hat das System flachgelegt. Wir sind hier ganz allein. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind drin. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Das geht noch. Ich repariere es schnell. Was ist damit? Geschafft. Aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Hey, Miles. Ich war in allen Feast-Asylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum muss ich ihn entkommen, wo ich doch...
Na toll. Wo du was? Und zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Immer dem Kabel hinterher. Dann muss es was Wertvolles geben. Die Typen wirken wie Profis. Nein, das sind einfach nur Jäger wieder. Ist wieder zum Lauf. Gut. Aber keine Reaktion. Gibt wohl noch mehr Relais. Saxophon und Trommel sind schon im Laster. Ja. Aber wir haben Zeit. Noch sehr viel Platz in dem Laster. Ich muss mich an den unbemerkt vorbeischleichen. Erst mit einer Ablenkung in die C-Dur. Ich sollte hier möglichst außer Sicht bleiben. Okay. Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Schaffst es. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Er schaut ja jetzt in seine Klo rein, oder? Oh, lol. Miles, alles in Ordnung? Das gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Na, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind... Da ist eine Taube, oder was? Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Bei Nixon oder Simple musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Ein Computer kann das nicht. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist, aber es ist echt nervig. Okay, das Signal ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Aber nur eins noch, oder? Oh Mann, es muss durch den ganzen Raum hindurch. Wie viel Zeit noch? Ein paar Minuten. Nehmt die letzten Sachen und macht mich bereit zum Beladen der Laster. Verstanden. Toll. Wer macht hier Musik? Stolpert hier irgendjemand rum? Der war das. Ich muss das letzte Relais einschalten. Dann muss ich zur Laderampe. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Komm schon, Mann, Alter, das ist hier dieser Scheiße, ey. Bis zum Abbruch! Weg hier! Gut gemacht, okay. Spider-Bot. Jetzt bin ich dran. Ja, bis er mit Zielen hat es. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen, aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Es ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Los, los, los! Ich krieg die Spider-Man! Und wenn es meine letzte Tat ist! Ja, viel Spaß! Und jetzt ist Spider-Man da? Egal, mach dich fertig! Euer Boss soll gefälligst die Finger vor meinem Viertel lassen! Wir haben ihn! No shit, wer kommt da jetzt? Weiter, es wird Zeit, wenn wir einen Punch. Sei in einer Stunde am Treffpunkt. Weiß ich nicht. Was? Ich muss die Laster stoppen. Was war denn jetzt los, Alter? Okay, scheiß drauf. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gebt auf, Leute. Ihr kommt nicht davon. Ich muss schneller werden. Nach ihm werfen!
Spiel doch mal hiermit! Wie wär's mit hiermit? Ihr wollt es also auf die harte Tour? Könnt ihr haben! Und aufkalten. Ha. So, wegen eins und drum, oder was? Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Ja. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Was kann sie dafür, dass das gestohlen wird, Alter? Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala muss das Museum schließen. Das ist sich irgendwie ausgehen, oder? Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Okay. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke. Ich sollte mich bei Pete melden. Was Peter macht.